So, dann legen wir mit diesem überragend großen Publikum los. Das sage ich dann gleich, die letzte Vorlesung dieses Semesters wird ausfallen. Am 16. Juli ist die, glaube ich. Das Kapitel 5 machen wir dann halt nicht, sondern das Kapitel 4 machen wir jetzt heute und die nächsten beiden Male fertig und dann wird es einmal wegfallen. Mal schauen, wie das dann nächstes Semester wird, wenn ich nichts mehr aufzeichne. So, aber vielleicht kommen mir noch ein paar nach. Also. Was wir ja letztes Mal angefangen haben, war die Diskussion der Hamilton-Jacobi-Gleichung dTu Tx plus eine Hamilton-Funktion, die in x und also die vom x und vom Gradienten von x abhängt. Und das haben wir gleich null gesetzt. Das war diese zentrale Gleichung. Und ja, mit der werden wir uns heute auch noch mal weiter beschäftigen. Also das führen wir heute zum Ende. Und die nächsten beiden Male geht es dann um Conservation Laws. Also da haben wir letztes Mal diese charakteristischen Gleichungen aufgestellt. Und die, ja, kann man ja nochmal kurz hinschreiben. Das war Gamma Punkt ist H, das war dann die HP-Ableitung in P oder ja, in Gamma und P. Und dann diese zweite, die ich mir nie merken kann, die auch nicht so wichtig ist wie die anderen beiden. Minus H Gamma P und die dritte ist dann eben P Punkt ist minus HX Gamma P. Und dann haben wir halt gesehen, ja gut, die kann man, das ist jetzt so ein ODI-System und das kann man lösen und da wird es halt irgendwann zu Problemen kommen. Also das stellt klassische Lösungen bereit, dieses Verfahren. Also wenn man sich dann hier irgendwelche Lösungskurven anschaut, da haben wir in der Übung auch ein konkretes Beispiel gesehen. In der Übung sah das dann so aus, dass sich diese Charakteristiken dann hier so zur Zeit 1 geschnitten haben. Also hier t gleich 1. So haben die sich dann, so sahen die aus für dieses eine Beispiel, was ihr dort gesehen habt. Und bis dahin ist alles in Ordnung gewesen. Das waren klassische Lösungen bis zur Zeit 1 und ab da funktionierte das Verfahren nicht mehr. Dazu wollte ich aber eine Sache noch sagen. Und ja, derjenige, der mich da nochmal drauf gebracht hat, ist jetzt hier nicht da. Aber basierend auf dieser Methode der Charakteristiken kann man tatsächlich so eine Art numerisches Verfahren aufbauen. Das ist die sogenannte Godunow-Methode. Dass man, also das kann ich jetzt nur skizzieren, weil von so einem Zeug habe ich nicht viel Ahnung. Aber man startet sozusagen, also diese Charakteristiken liefern ja lokal um die Anfangszeit schon Lösungen. Und dann kann man sozusagen starten, dass man meinetwegen hier so eine Zelle irgendwie betrachtet und von dort lässt man mal so Charakteristiken sich irgendwie entwickeln. Meinetwegen sieht es dann so aus, weiß ich nicht. Und dasselbe macht man dann hier für eine weitere Zelle, dass auch hier irgendwelche Charakteristiken sich so irgendwie so entwickeln. Und ja, so sieht es dann zum Beispiel aus. Ah, der die Frage gestellt hat, ist sogar da jetzt. Wir haben nämlich in der Übung darüber gesprochen, dass du hast ja dich ja gefragt, ob diese Charakteristikmethode globale Lösungen bereitstellen kann. Mir ist dann wieder eingefallen, dass es so ein numerisches Verfahren gibt, was das so prinzipiell macht, dass man um die Anfangszeit, wenn hier die Zeit 0 ist, diese Lösungen sich sozusagen entlang dieser Charakteristiken entwickeln lässt.
Und dann schaut man, wann schneiden die sich das erste Mal. Das wäre jetzt hier, ja, hier so, ne? Dann hat man hier die Zeit, wo sich das erste Mal schneidet. Dann macht man sozusagen den ganzen Kram hier weg und legt von vorne los. Man hat jetzt hier einen Startpunkt und dann entwickelt sich wieder eine Charakteristik hier so lang, meinetwegen so. Und hier macht man das auch wieder so und irgendwie so. Und dann geht man wieder bis zur nächsten Zeit, wo die sich schneiden und macht das Ganze dann so durch und setzt diese Lösungen sozusagen zusammen. Und das ist die Godunov-Methode. Also das ist ein numerisches Verfahren, wie man sozusagen mit dieser Charakteristikmethode an Lösungen rankommt und die halt so zusammensteckt. Aber ja, detaillierte Ahnung von sowas habe ich jetzt nicht, weil ich kein Numerik kann. Aber das gibt es tatsächlich. Aber wie gesagt, dieser Ansatz, der ist ganz schön, aber wir machen jetzt da nicht wirklich weiter damit, sondern überlegen uns was anderes, wie wir diese Hamilton-Jacobi-Gleichung untersuchen können. Und das Ganze werden wir jetzt mit Variationsmethoden machen. Und das sieht wie folgt aus. Also wir haben ja letztes Mal die Legendre-Transformation eingeführt. Das war ja Groß F Stern von Y ist das Supremum über alle x aus Rd vom Skalarprodukt x mit y minus f von x. So. Und das werden wir jetzt verfolgen, diesen Ansatz, indem wir die Hamilton-Jacobi-Gleichung als Legendre-Transformierte einer Lagrange-Funktion auffassen. Also Ziel, studiere diese Hamilton-Jacobi-Gleichung mit Variationsverfahren. Da werden wir heute das nötige Zeug dafür kennenlernen. Aber den Grundgedanken haben wir schon behandelt. Und was wir dazu machen ist, dass wir diese Hamilton-Funktion, die hier drin steht, ja, in x und p, auffassen als in gewissem Sinne partielle Legendre-Transformation einer Lagrange-Funktion, also L Stern. Und mit partiell meine ich, dass wir sozusagen das x nicht transformieren, aber das v von der Lagrange-Funktion. Also das ist auch wieder eine Funktion in x und p, aber das ist halt eben das Supremum über alle v von, ja, das ist dann x, Moment, ne, p mal v, ja. P mal v minus lvx. Also das ist jetzt der Punkt in der Mechanik, die ihr mal hattet, weil das gegebene Objekt und das habt ihr ausgerechnet. Hier ist es jetzt so, das ist unser gegebenes Objekt. Und wir wollen damit arbeiten, weil das ist ja der Integrant unserer Funktionale, die wir minimieren wollen. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Legendre-Transformation nur in, na, vielleicht sollte ich mal die Argumente so machen, dass sie hier passen, x und v. Das ist also eine Legendre-Transformation nur bezüglich der zweiten Variable v. Na, das x lassen wir unverändert. So. Gut. Und mit dem Objekt setzen wir uns das auseinander. Also wir müssen irgendwie ein Variationsproblem formulieren können. Und dazu sein L und irgendwelche Anfangsdaten G vorgegeben.
Also das, ja, hatten wir, als wir diese Funktionale minimiert haben, das war ja das, was hinten am Integral noch dran stand. Und das soll all diese Voraussetzungen erfüllen, die wir da mal besprochen haben. Also welche alle Voraussetzungen, also das waren Stetigkeit, Konvexität, Koerzivität, diese ganzen Schranken an die Ableitungen, Hyperregularität und was der Geier was. Na, das war gerade das Setup, was wir aufgebaut haben, welche all das hier erfüllen. Gut. Und das zentrale Objekt, was wir jetzt einführen werden, mit dem wir uns dann Lösungen basteln können, ist die sogenannte Wertefunktion. Also, die Wertefunktion die ist definiert als Groß U. Wenn man es bei t und x1 auswertet, ist es gerade das Integral über die Lagrange-Funktion, also Integral von 0 bis t, L von Gamma Stern Punkt von t, Gamma Stern von t, dt plus halt dann hinten wieder dieses g von Gamma Stern von 0. Also das ist halt die Anfangskosten oder sonst irgendwas. Genau, das ist diese Wertefunktion und dieses Gamma Stern hier, dieses Gamma Stern ist eine ACQ-Kurve auf dem Intervall von 0 bis t. Und der soll mit einem Minimierer, der soll ein Minimierer sein von Minimierer, mit einem Minimierer, Gamma Stern, das Funktional ist f von Gamma gleich Integral 0 bis t, L von Gamma Punkt von t, Gamma von t, dt plus g von Gamma von 0 mit Gamma von t ist x1. Also das ist wieder so eine Endbedingung. Gut. Und das ist halt, so ist das Zeug halt definiert jetzt. Also das ist die Wertefunktion, mit der wir dann nachher sehen, wie wir an Lösungen rankommen. Und das da oben hatten wir rot, dann machen wir das untere blau. Und dieses Funktional wird uns jetzt heute auch noch öfter über den Weg laufen. So. Gut, also das ist mal das Setup. Um jetzt Konsistenz zu überprüfen, ob das, was wir da machen, auch irgendwie Sinn ergeben kann, da mache ich jetzt kurz eine Bemerkung, die ich aber nicht im Detail ausführen will, weil das vollkommen uninteressant ist. Weil das Ziel ist nämlich, dass wir hier auch Lösungen rausbekommen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt klassisch sind und inwiefern sie nicht klassisch sind, das sehen wir nachher an einem sehr zentralen Resultat. Aber es wäre ja schön, dass wenn eine Lösung vorliegt, die klassisch ist, also differenzierbar ist, dann sollte sie auch so darstellbar sein. Ja. Und das wird in dem, also das tue ich jetzt kurz mal als Bemerkung notieren,
mit der Methode der Charakteristiken. Also Pi kommt irgendwie immer ins Spiel, wenn man klassische Lösungen anschauen will. Mit der Methode der Charakteristiken. Lässt sich dann zeigen, dass diese, wenn U aus C2 von 0 bis T Kreuz RD klassische Lösung. Der Hamilton-Jacobi-Gleichung ist. Also, so stimmt diese klassische Lösung mit dieser oben definierten Wertefunktion überein. Also für alle Tx aus dem Zeitintervall von 0 bis t Kreuz rd. Also das ist nur so, das jetzt durchzurechnen, das sind wieder drei Tafeln, wo man diese ganzen Charakteristikgleichungen aufschreibt. Das ist nicht interessant, weil die Lösungen sind typischerweise eh nicht klassisch. Aber nur für die paar wenigen Male, wo es so ist, kommt man hier tatsächlich, ist das hier auch eine klassische Lösung. So. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das Ziel, das groß auszubauen. Wir werden jetzt was anderes tun mit dieser, also sonst wäre das auch nicht so wichtig, das jetzt so aufzuschreiben alles. Wir wollen Folgendes zeigen, also nur mal so als Ziel für heute. Diese Wertefunktion die erfüllt die Hamilton-Jacobi-Gleichung fast überall. Also das ist sozusagen das, was wir zeigen können. Und in den Punkten, wo sie es dann erfüllt, ist diese Lösung dann auch differenzierbar. Ja? Aber das ist halt eben nur fast überall gegeben. Also es ist schon eine Abschwächung. Und das Tool, was wir hierfür brauchen, das klingt im ersten Moment dann etwas abschreckend. Wichtiges Tool. Ist das Prinzip der dynamischen Programmierung. Keine Sorge, das hat nichts mit Programmieren am Computer oder sonst irgendwie zu tun. Das werde ich jetzt erklären, was das ist. Aber das braucht man keinerlei Informatikkenntnisse, die habe ich nämlich auch nicht. Und die Idee ist da relativ simpel. Zunächst, was wir für dieses Prinzip brauchen, damit wir das machen können, ist, das ist jetzt ein Fakt, weil der Beweis davon ist ausgesprochen technisch und nur für Leute gedacht, die sowas mögen. Ich mag es nicht. Diese Wertefunktion, die ist in x global Lipschitz stetig. Na, also das kann man auch konkreter angeben. Es existiert eine Lipschitz-Konstante, sodass, wenn ich jetzt diese Wertefunktion an verschiedenen x auswerte, also u von tx minus u von tx' und das im Betrag abschätze, dann ist es kleiner gleich k mal 1 plus t mal x minus x' für alle t größer 0 und x x'
in RD. Und das ist eben wirklich nur in x Lipschitz-stetig, weil diese Konstante halt noch von t abhängt. Aber bezüglich x ist sie dann wirklich eine Konstante. Gut. Also. Und die Idee von dieser dynamischen Programmierung ist jetzt folgende. Also, ja, machen wir mal so ein Bild. Sagen wir mal, ja, irgendwie haben wir hier mal so eine Kurve. Und da ist mal der Zeitpunkt t gleich 0. Und da hat diese Wertefunktion, ja, jetzt mal den Wert, also ist halt bei 0 ausgewertet. So. Und jetzt kann ich mir mal hier irgendeinen Zeitpunkt t nehmen. Nenne ich ihn t gleich t'. Dann hat ja diese Wertefunktion hier, die muss ich ja dann bei t' auswerten. So. Und das Prinzip hinter der dynamischen Programmierung, das formuliere ich dann auch gleich als Satz, ist jetzt ganz einfach. Ich kann, und es geht eben dann nur, wenn das Ding wirklich Lipschitz-stetig ist in x, ich kann diesen Zeitpunkt, diesen Punkt hier als Startpunkt für eine neue Wertefunktion nehmen. Also ich kann mir jetzt sozusagen eine Funktion O' definieren, die dann hier bei 0 sozusagen startet und die was macht? Naja, wenn ich dann hier bin, dann hätte ja diese, sagen wir mal, das hier ist jetzt der Zeitpunkt t gleich t' plus tau, nochmal ein Stück tau weitergegangen. Dann hat ja meine Funktion hier oben den Wert t plus tau, also die werte ich bei t plus tau aus. Und meine neue Wertefunktion, die ist ja dann nur noch bei tau ausgewertet. Ja. Und dieses Prinzip der dynamischen Programmierung sagt eben, ich kann das sozusagen machen, dass ich zeitlich einfach mal ein bisschen warte und einen neuen Zeitpunkt als Startpunkt für meine Wertefunktion wieder hernehme und mir eine neue Wertefunktion definiere über, ja, das, was da steht. O' von t tau ist u von t plus tau. Ja. Wirkt jetzt sehr trivial, ist auch an sich jetzt kein besonders schwieriges Resultat, aber wir werden es brauchen. Ja. Gut, aber das tun wir jetzt noch einmal formulieren. Also Satz, da im Skript steht Beweisübung. Mal schauen, ob wir den in der Übung machen oder ob wir ein bisschen was anderes machen. Also dynamische Programmierung. Wenn ihr sowas googelt, werdet ihr wahrscheinlich nicht sofort auf so eine Version kommen, wie ich es jetzt hier vorstelle, weil das kommt in vielen Bereichen vor, also auch in der diskreten Mathematik und sonst wo hat man mal mit solchen Konzepten zu tun. Gut, also damit wir damit arbeiten können, müssen wir das auch etwas präziser formulieren. Also, U erfüllt für beliebige t' aus 0t und x aus RD folgende Relation, die jetzt ein bisschen gefährlich aussieht, aber eigentlich nur das aufschreibt, was ich gerade mit dem Bild erklärt habe. U von tx. Ne, okay, ja, wir sehen schon. Ist jetzt das Minimum von folgendem Funktional. Integral t' bis t L von na, Gamma tilde Punkt Gamma tilde ds, also das sind halt alles bei s ausgewertet, plus der Wertefunktion bei t' Gamma tilde von t' mit
mit folgenden Bedingungen. Dieses Gamma Tilde ist wieder eine ACQ-Kurve auf dem Intervall T' bis T, ja, nach RD. So, und wir haben wieder unsere Endbedingungen. Das heißt, diese Minimierer müssen Gamma von T, das ist dann hier der Endpunkt sozusagen, bis zu dem wir integrieren, Gamma T gleich X sein. Das muss erfüllt sein. Und das Minimum hier, ich habe hier Minimum, nicht Infimum geschrieben, das Minimum wird durch eine C2-Kurve sogar erreicht. Also durch Gamma Tilde Stern, damit wir schön viel Notation hier haben. Also Gamma Tilde von diesem ACQ-Minimierer und einen Stern kriegt es, wenn es dann wirklich noch das Minimum angenommen wird. Und das wird eben durch einen C2-Minimierer erreicht. So. Also. Was steht da? Es ist im Prinzip das da oben. Ich kann bei T' erst starten. Hier. Und dann tue ich mein Funktional betrachten. Und das integriere ich jetzt sozusagen nur noch auf diesen Bereich. Also das davor ist mir egal. Ich fange hier als neuen Startpunkt an und lege dann hier los, das bis dahin zu integrieren. Und dann geht diese ganze Geschichte sozusagen durch. Das werden wir dann jetzt gleich ein paar Mal in Aktion sehen, dieses Prinzip. Aber das ist eben wirklich sehr, sehr hilfreich. Das mag man jetzt beim ersten Blick nicht sehen. Aber das wird uns bei unserem Problem schon helfen. Genau. Also das hier ist sozusagen die Wertefunktion bei T' ausgewertet. Und jetzt addieren wir darauf noch den Wert von dem Funktional von da bis da. Und dann kommen wir auf die Wertefunktion insgesamt an der Stelle ausgewertet. Also wir werten einmal von hier bis hier aus, das gibt dann unseren Wert, das ist der hier. Hier ist das Einzige, wo Mathematik passiert, das ist der Teil, und das definiert uns dann die Wertefunktion am späteren Zeitpunkt. Gut. Dann schreiben wir jetzt mal den zentralen Satz auf und arbeiten dann darauf hin, den zu beweisen. So. Also. Die Wertefunktion, die ist lokal Lipschitz stetig. Und damit fast überall differenzierbar. Also für Tx aus R größer 0 Kreuz Rd. Und in den Punkten, wo sie dann differenzierbar ist, also wenn u bei Tx differenzierbar ist, so ist die Hamilton-Jacobi-Gleichung dort erfüllt. Genau.
Das zeigen wir jetzt auch gleich, dass es das ist. Aber also lokal Lipschitz meint hier wirklich in beiden Argumenten. In x ist es das global, in t kriegen wir das dann schon hin, dass es das lokal ist. Also das ist jetzt sozusagen die Abschwächung. Ja. Diese Wertefunktion kann an ein paar Stellen halt nicht differenzierbar sein, aber halt bei so wenigen, dass uns das nicht interessieren muss. Aber da, wo es das ist, kann man sie ableiten und einsetzen und es kommt heraus. Inwiefern seid ihr einverstanden, dass aus Lokal-Lipschitz-Stetigkeit fast überall Differenzierbarkeit folgt? Ich denke mal, diesen Satz habt ihr noch nicht so oft gehört. Das ist der Satz von Rademacher. Also da müssen wir nichts tun. Dass aus lokaler Lipschitz-Stetigkeit fast überall Differenzierbarkeit folgt, ist die tiefgreifende Aussage des Satzes von Rademacher. Habt ihr vermutlich noch nicht sonderlich oft gehört. Aber das kriegen, also wir müssen uns nur auf lokale Lipschitz-Stetigkeit beschränken und dann kommt dieses Theorem aus dem Nichts und sagt uns, ja, das ist auch fast überall differenzierbar. Wie man es beweist, habe ich mir ehrlich gesagt nie angeschaut, obwohl ich den schon so oft gebraucht habe. Aber das könnte ein bisschen sehr maßtheoretisch werden, den zu zeigen. Aber ihr wisst zumindest jetzt, dass es den gibt. Und wenn euch das interessiert, steht ihr sicher in einschlägigen, fortgeschritteneren Analysis-Büchern drinnen. Aber ist doch ein nettes Fun-Fact, oder? Also aus lokaler Lipschitz-Stetigkeit folgt fast überall Differenzierbarkeit. Braucht man häufiger dieses Resultat. Gut. Um jetzt diesen Satz zu beweisen, brauchen wir zwei Lemmata. Zum einen brauchen wir eine Abschätzung, eine geeignete, und zum anderen müssen wir klären, dass die Wertefunktion lokal Lipschitz-stetig ist. Das Lemma 1, das schreibe ich jetzt hin, und das Lemma 2 beweise ich auch. Also Lemma 1. Wir nehmen uns einen Minimierer in unserem blauen Funktional. So. Also bezüglich der Endbedingung Gamma von T ist x. Gut, für T Strich für T Strich zwischen 0 und T gilt dann folgende Abschätzung. Das Supremum über alle t Strich Strich zwischen t Strich und t von Gamma Stern t Strich Strich minus x ist kleiner gleich einer Zahl r, die von t abhängt, mal t minus t Strich, also mit Zahlen rt, die, also eine Folge im Prinzip, ja, eher eine Funktion, ja, eher eine Funktion, ist keine diskrete Folge, die in t monoton wächst, sowie unabhängig von t und x ist, von t Strich und x ist. So.
Also das ist eine Abschätzung, die wir gleich gewinnbringend einsetzen können. So, heute sind wir erstaunlich gut in der Zeit. Die Hälfte von meinen Schmierzetteln habe ich schon fertig hier. Ja, dann machen wir halt heute mal ein bisschen früher Schluss dann vielleicht. Na ja, gut, das habe ich schon öfter gesagt und dann wurde es doch nicht so. Aber so, das nächste Lemma, das zeigen wir dann auch. Genau. Da werden wir dann diese Abschätzung hier brauchen. Also Lemma 2. Diese Wertefunktion ist jetzt lokal Lipschitz-stetig. Also die Wertefunktion ist für t größer 0 auf 0t Kreuz RD lokal, ja, also auf dem Intervall ist sie dann Lipschitz-stetig und auch insgesamt dann lokal Lipschitz-stetig. Genau. Also, die Lipschitz-Stetigkeit in x habe ich hier unten schon postuliert. Also Lipschitz in x, ja. Jetzt müssen wir halt noch klären, dass das Ganze auch in t Lipschitz-stetig ist. Zumindest auf diesem Intervall hier. Und bereits jetzt wird uns das Prinzip der dynamischen Programmierung helfen. Ja, das passt da noch hin. Die eine Hälfte von der Abschätzung passt dahin, ja. Wir fixieren jetzt mal ein paar Zahlen. Wir fixieren nämlich t und t', sodass t' größer als 0, aber kleiner als t ist und das Ganze insgesamt kleiner gleich groß t. Und wir fixieren x aus RD. So, was wir jetzt machen, wir nehmen uns unser Prinzip der dynamischen Programmierung und setzen das Gamma Tilde konstant auf den Wert x fest. Das ist eine, ja, ist halt so eine, im Prinzip ein Punkt. Ja. Das machen wir nämlich, weil wir dann sehr schön ableiten können. Also den fixieren wir in dem ja, Dynamic Programming Principle. Ja. So, weil was bringt uns das? Ja, das können wir mal sehen, wie dieses Prinzip in Aktion eingeht. Wir müssen jetzt eigentlich nur abschreiben, dieses Prinzip von da oben. Wir erhalten Folgendes. Meine Wertefunktion bei der Zeit t und beim Ort x ist kleiner gleich, na, weil diese Wertefunktion in diesem Prinzip der dynamischen Programmierung und das auf der linken Seite, das ist ja das Minimum. Wenn ich jetzt auf der rechten Seite das Minimum weglasse, kriege ich eine Abschätzung nach oben hin. Das ist dann das Integral von t' bis t L von, na, von was? Da steht Gamma Tilde Punkt und Gamma Tilde drinnen. Ich habe mein Gamma Tilde aber konstant gleich x gesetzt. Eine Konstante abgeleitet ist 0 und wenn ich sie halt nicht ableite, ist es die Konstante.
Und das integriere ich jetzt nach s plus u von, ja, das was halt noch im Rest da steht, u von t' und x. Ja, das ist ja eine Konstante, also eine Kurve, die immer diesen konstanten Wert hier liefert. Also das ist direkt aus diesem Prinzip raus. So, das können wir jetzt ein bisschen ausrechnen hier, weil das ist kein wirkliches Integral, was hier steht. Was ist das? Das ist, dass die Länge von dem Integranten, von dem Integralintervall mal L von 0x plus u von t'x. Ja. Und wir haben ja, ich habe ja hier gesagt, dieses L soll die ganzen Voraussetzungen, die wir damals gestellt haben, erfüllen. Und was wir an das L gefordert haben, war diese Stetigkeitsaussage. Nämlich, dass L xv kleiner gleich a v hoch q plus b ist. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt V0 einsetze, ja, das ist jetzt, hier habe ich es wieder vertauscht, dann machen wir es wieder. Collapse of Notation. Wenn ich jetzt für V0 einsetze, dann ist das hier 0. Das heißt, ich kriege einfach B mal T minus T' plus U von T'x. Und das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, weil das ist im Prinzip schon mal eine Lipschitz-Abschätzung nach oben hin. Weil das hier und das hier, das kann ich ja ein bisschen umschreiben. Da habe ich schon eine Abschätzung nach oben. Also das zeigt bereits die eine Hälfte von unserer Abschätzung, die wir brauchen. Das zeigt, ja, die eine Hälfte. Gut. Ja. Jetzt müssen wir es halt noch hinkriegen, dass das Teil auch nach unten hin beschränkt werden kann. Und auch dafür brauchen wir dynamische Programmierung wieder. Und das hier können wir wegmachen. Ja. Dann machen wir den Beweis zu Ende und dann machen wir 5 Minuten Pause. Gut. Um jetzt nach oben hin auch was abschätzen zu können, gehen wir sozusagen ja, umgekehrten Weg. Für die Abschätzung nach unten nehmen wir uns einen Minimierer in unserem Funktional hier oben, also Gamma Tilde Stern aus ACQ auf dem Intervall von T' bis T. So, das soll ein Minimierer in dem blauen sein. Gut. Und jetzt geht das Ganze wieder. Also wenn man diese
Formel für die dynamische Programmierung einmal hat, dann ist es eigentlich immer nur abschreiben. Weil ich nehme mir, also was ich ja haben will, ist Folgendes. Ich will diesen Term jetzt nach unten hin beschränken können. Irgendwie. Ja. Und was ich dazu mache, ist die hohe Kunst der Analysis, eine 0 einfügen. Ich nehme hier u von tx, ziehe jetzt davon u bei t' und jetzt nicht bei x ausgewertet, sondern bei dem Minimierer, den ich bei t auswerte, ab. Na? Den muss ich jetzt natürlich auch wieder dazu addieren. Dann habe ich hier u von t' Gamma Stern Tilde t' und das Ganze minus u von t' x. So, das hilft mir nämlich jetzt insofern weiter, dass ich auf den ersten Term am Ende jetzt das dynamische Programmierungsprinzip anwenden möchte und auf den zweiten mit ein paar Kniffen dann dieses erste Lemma. Machen wir das mal nach und nach. Mal kurz schauen. Also, das ist jetzt sozusagen dieses auch wieder DPP, indem ich jetzt das hier schreibe als Integral von T' bis T von L von Gamma Stern Punkt von S Gamma, ja, noch ein Tilde. Oh Gott, das ist furchtbar. Also, Gamma Tilde Stern Punkt. Noch mehr, glaube ich, kann man da wirklich nicht hinschreiben. DS. Und den anderen Term. Ah, yeah. Jetzt steht das leider nicht mehr in der Tafel, aber wir haben ja vorhin gesehen, dass dieses U ist Lipschitz-stetig in x. Ja, das kann ich jetzt einsetzen. Dann komme ich auf minus k1 plus t, Gamma, also dann Gamma Stern Tilde t' minus x. Also das ist sowohl DPP als auch Lipschitz-Bedingung an die Wertefunktion. So, und das sieht ja schon mal ganz gut aus, weil jetzt bin ich eigentlich fertig. Also nicht nur eigentlich. Ich bin fertig, weil ich kann jetzt eine weitere Eigenschaft des Funktionals ausnutzen, also der Lagrange-Funktion, die wir in der Variationsrechnung ja postuliert haben, nämlich die Koerzivität. Also, wir wissen ja, L ist koerziv. Das heißt, L, Vx, kann ich nach unten hin abschätzen. Durch, das war dann ja Alpha V hoch Q minus Beta und das Q halt strikt größer als 1. Ist auch egal hier. Wir schätzen es nämlich jetzt einfach ganz grob ab, indem wir diesen positiven Term einfach weglassen und das durch minus Beta abschätzen nach unten hin. Das liefert uns nämlich dann hier eine, ja, grobe Schranke, aber das reicht uns. Minus Beta ds. Und für den Teil wenden wir jetzt das Lemma von gerade eben an. Also und Lemma 1.
Also das führt dann insgesamt auf, also minus k, das ist 1 plus t schreiben wir ab. Und den Teil schätzen wir jetzt noch unten hin ab durch diese, ja, rt mal t minus t Strich. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht schwer auszurechnen, weil das ist eine konstante Funktion integriert. Und dann kommt man, wenn man das ausrechnet, alles auf minus k1 plus t, rt plus Beta mal t minus t Strich. Ja, und damit haben wir es, weil unsere Wertefunktion ist nach unten hin beschränkt mit dieser Lipschitz-Konstante sozusagen. Also, die ist wirklich Lipschitz-stetig. Lokal. Und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wenn ich das bei jedem Lemma, wo ich manchmal sage, Beweisübung, alles gemacht hätte, dann würden wir echt lange hier sitzen. Also das ist jetzt hier schon ein bisschen länger geworden, aber hin und wieder muss es schon mal sein. Gut. Dann machen wir jetzt Pause bis 15:10 Uhr und dann schauen wir uns jetzt diesen großen Satz hier an, dass das auch wirklich fast überall erfüllt ist. So, dann vollenden wir jetzt das, was wir hier angefangen haben. Also diese zwei Sachen möchte ich jetzt noch machen. Das hier beweisen und die Hopf-Lax-Formel vorstellen. Weil man kann nämlich, wenn man die Hamilton-Funktion nicht von x abhängig macht, sondern nur von p, wird das ganze Problem sehr viel einfacher. Da kann man so eine semi-explizite Lösungsformel für die Hamilton-Jacobi-Gleichung wirklich angeben, die wir dann auch nächste Woche bei den Conservation Laws brauchen werden. Gut, also Beweis. Wir machen das Ganze so. Also die lokale Lipschitz-Stetigkeit haben wir ja gerade gezeigt. Das war das zweite Lemma, für dessen Beweis wir das erste Lemma gebraucht haben. Lokal Lipschitz-stetig haben wir. Dass es damit fast überall differenzierbar ist, folgt aus Rademacher. Und was wir jetzt eben machen, ist, dass wir das hier zeigen, dass wenn es differenzierbar ist, dann ist Hamilton-Jacobi gleich, dann ist die Hamilton-Jacobi-Gleichung erfüllt. Und die Hamilton-Jacobi-Gleichung ist ja diese PDI da oben. DTU plus H Zeugs gleich 0. Und wir zeigen dort Gleichheit in Form von zwei Ungleichungen. Also Strategie. Zeige Gleichheit in der Hamilton-Jacobi-Gleichung über, also ja, separat als, ja, einmal die Ungleichung und einmal die Ungleichung. So, und wir fangen mal mit der Abschätzung nach oben hin an. Also. Und dreimal dürft ihr raten, welches Prinzip wir hierfür wieder mal verwenden. Das, was ich hier noch eben nicht weggewischt habe. Also, wir nehmen uns ein V aus RD, das soll irgendein Vektor sein, und ein H zwischen 0 und t. Ja, oder seien, ja, sei, egal, sei außerdem Gamma Tilde eine ACQ-Kurve auf dem Intervall von t minus h bis t in RD. So, und die ist auch konkret gegeben. Gamma Tilde von S ist dann x minus v, t
t-s. Ja. Also wenn dann für s gleich 0 eingesetzt wird, sind wir bei x minus vt. Wenn für s gleich t eingesetzt wird, sind wir bei x. So, also da Gamma Tilde von t gleich x ist, das ist gerade wieder unser Endpunkt in unseren ganzen Funktionalen hier, folgt mit dem Dynamic Programming Principle. Dort hatten wir dieses t'. Das t' setzen wir gleich t minus h. Also der untere Zeitpunkt ist dieses t minus h. Und dann setzen wir das ein. Also zunächst mal haben wir halt u von tx minus das andere u hier, was wir jetzt bei t' auswerten, und t' ist eben t minus h. Und das dann halt bei x minus hv ausgewertet. Ja. So, so. Das ist nach dem Dynamic Programming Principle zunächst mal kleiner gleich dem Integral von t minus h bis t l von v Gamma Tilde von s. Ja. ds. So. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich multipliziere hier noch eine positive Zahl hinzu auf beiden Seiten, weil das bringt uns relativ viel. Das hier ist nämlich ein Differentialquotient und das wollen wir haben. Und das hier ist was, wo wir uns überlegen müssen, was das für h gegen 0 macht. Also, das tun wir jetzt. Also betrachte den Grenzwert h gegen 0. Dann ist, also wir haben ja gesehen, diese Wertefunktion, das haben wir nicht gesehen, sondern wir setzen es voraus, x, das u ist differenzierbar. Das heißt, wir können diese Ableitung von u ausrechnen mit der Kettenregel. Und dann kommt hier raus dtu bei tx plus, naja, den Gradienten von u und dann nachdifferenziert mit v na, das ist ja im Prinzip die Richtungsableitung in Richtung v. Naja. Minus, so was macht jetzt dieses Integral für h gegen 0? So was hattet ihr auch in eurer Analysis 1-Klausur? Fällt mir gerade wieder ein. Dieses Integral da. Ja. Das ist dann eben die Lagrange-Funktion bei v und Gamma Tilde von t, aber das ist ja gerade x. Und das ist, wenn man das darüber zieht, dann halt kleiner gleich 0. Das war genau die Anna 1-Klausur. So, das hier gilt jetzt für alle. Das gilt für alle V aus RD. Was wir also machen können, ist, wir maximieren mal bezüglich V. Also ich setze das V ein, sodass das maximiert wird. Maximiere bezüglich V, weil was habe ich dann?
Dann ist nämlich, wenn ich das hier maxi, also welche Terme hängen hier von V ab? Der ganze Kram. Der hängt von V ab. Und das ist ja, das sieht schon sehr nach einer Genre-Transformation aus, wenn man das jetzt bezüglich V maximiert. Und in der Tat, mit der Definition der Legendre-Trafo das ist ja die Legendre-Transformation der Funktion L. Erhalten wir, dass ja, das DTU können wir abschreiben, aber das hier ist die Legendre-Transformation von L, also H, ausgewertet bei x und hier halt eben der Gradient. Na ja, gut, dann müssen wir vielleicht wieder den Gradienten ins erste Argument schreiben. Gradient von U, Tx, x. Und das ist kleiner gleich 0. Okay. Also der übliche Trick. Man hat eine Identität, die für alle Vektoren V gilt und man nimmt den jetzt, man wählt den jetzt so, dass halt das rauskommt, was man haben will. So. Jetzt brauchen wir noch die andere Seite der Ungleichung, nämlich dass das Ganze auch größer gleich 0 ist. Dann haben wir hierfür, dann nehmen wir uns jetzt wieder mal eine Kurve. Also sei Gamma Stern ein ACQ-Minimierer von 0 bis t nach RD. Das soll ein globaler Minimierer sein. In der Definition der Wertefunktion. Ja, das, was hier in dem gelben Kasten noch drinnen ist. Ja. So. Und jetzt muss man wieder mal an dynamische Programmierung denken. Ich kann meinen Minimierer jetzt wieder einschränken auf ein Intervall. Also wenn ich mir meinen Gamma-Stern nehme, das einschränke auf das Intervall von t minus h bis t, dann realisiert dieses Objekt hier das Minimum in dem Prinzip der dynamischen Programmierung. Ja, das ist ja gerade die Aussage gewesen. Ich kann mich jetzt wieder einschränken, nur auf das Intervall von t' bis t oder halt, wenn ich t' gleich t minus h wähle, dieses Intervall. So, wenn man das jetzt einmal aufschreibt, also, ja, das passt da schon noch hin, machen wir wieder so einen Differentialquotienten. 1 durch h u von tx minus u von t minus h. Ja. Gamma Stern von t minus h. Also das kommt jetzt wieder aus dynamischen Programmierung, diese Ungleichung, die ich hier schreibe. 1 durch h und jetzt halt das Integral von t minus h bis t. L und jetzt setze ich meinen Minimierer ein. Gamma Stern, Punkt von s. Gamma Stern von s, ds. Also das ist nur aus der dynamischen Programmierung wieder. Und jetzt bin ich fertig. Fast. Oh, ne, ich bin es im Wesentlichen. Wir machen wieder h gegen 0. Und das liefert dtu, also wieder die linke Seite mit der Kettenregel ableiten. Ja. dtu
plus. So. Jetzt geht das Ganze ja entlang dieser Kurve hier, also Gamma-Stern-Punkt. Das ist jetzt die Richtungsableitung. Mal dem Gradienten von U bei Tx minus L von Gamma Stern Punkt von Tx. Das ist dann wieder die rechte Seite für H gegen 0. Und das ist jetzt, dieses Mal ja gerade. Ah, nee, 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 Moment. Ich habe hier noch, da war ich jetzt gerade zu vorschnell. Ich habe ja den Minimierer eingesetzt. Dann habe ich hier keine Ungleichung, sondern eine Gleichheit. Weil für das Minimum ist ja in dynamischer Programmierung Gleichheit. Das heißt, das hier ist gleich 0. Wir wollen doch größer gleich 0 haben. Ja. Das kriegen wir auch hin. Und das kriegen wir insofern hin, dass wir, also das ist ja sozusagen ein Ausdruck, den wir jetzt generiert haben für ein spezielles Gamma-Stern-Punkt oder halt Gamma-Stern. Was wir nämlich mal machen können, also Sätze, ja, x gleich. Na doch, x gleich Gamma Stern von t. Na. Was habe ich denn da? Wenn ich das mache, habe ich wieder eine Legendre-Transformation. Ja, weil das hier ist wieder der Term für eine Legendre-Transformation. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, okay. Ich will vielleicht eher die Ableitung gleich V setzen. So rum. Ja. Genau. Also ich mache das einfach mal. Ich setze diese Ableitung gleich V. Der Punkt ist jetzt der. Für diese spezielle Wahl von V gilt Gleichheit, also gleich 0. Wenn man jetzt aber bezüglich V wieder maximiert oder supprimiert, was man da für eine Legendre-Transformation da machen will, supprimiert man bezüglich V, so kann der Term auf der linken Seite hier ja nur größer werden. Also kann er nur größer werden. Andere Möglichkeiten gibt es da nicht. Das heißt, dtu plus. Ja, das ist ja wieder eine Legendre-Transformation, das ist dann h von Gradient ux ist dann halt größer gleich 0. Für diese spezielle Wahl ist wirklich Gleichheit gleich 0 erreicht. Aber ja, wenn man maximiert, kann es nur größer werden. Na. Jetzt haben wir das. Also ihr seht schon, es ist schon ein bisschen Aufwand, da hinzukommen. Aber diese Hamilton-Jacobi-Gleichung ist fast überall erfüllt. So. In den Übungen schauen wir uns dann wieder ein bisschen Beispiele dazu an. Da schaue ich dann, dass ich was finde. Heute möchte ich jetzt in der verbleibenden Zeit noch die Hopf-Lachs-Formel machen. Das schaffen wir definitiv. Und dann haben wir das Hamilton-Jacobi-Kapitel abgeschlossen und die nächsten beiden Male kommt dann das Spannendste vom ganzen Semester.
Erhaltungssätze. Machen wir einfach hier. Also, die Hopf-Lachs-Formel. Also, ich habe es ja schon öfter betont, eine konkrete Lösungsformel für irgendein Problem ist sehr schwer zu bekommen. Aber wenn es dann doch mal möglich ist, sollte man sich das auch kurz anschauen. Also, es ist nicht im Allgemeinen möglich, aber für einen Spezialfall. Bei den Erhaltungssätzen werden wir dann auch so eine Formel kennenlernen. Das ist dann die Lax-Olejnik-Formel. Aber bei den Hamilton-Jacobi-Gleichungen ist es die Hopf-Lax-Formel. So. Also das ist dann hier die Hopf-Lachs-Formel. Also was jetzt hier insofern einfacher wird, ist, also die Annahme, die wir treffen, damit wir hier das machen können. Annahme ist, diese Hamilton-Funktion hängt nicht von x ab. Das heißt, wenn ich mir diese Hamilton-Funktion nehme, bei wie rum habe ich jetzt diese Argumente gewählt? XP oder PX? Ne, dann machen wir es hier mit PX. Wenn ich hier also PX nehme, dann kann ich das gleich in der Funktion klein h setzen, die nur von P abhängt. Ja. Und diese Funktion klein h soll stetig differenzierbar sein und strikt konvex. Weil wir formulieren gleich ein Minimierungsproblem und dann haben wir keine großen Sorgen, dass das Minimum nicht existieren könnte. Und die korrespondierende Lagrange-Funktion ist dann auch von x unabhängig. Wie soll es sonst anders sein? Wir tun ja dann nur bezüglich v supprimieren und x ist vollkommen uninteressant. Ist dann also ebenfalls von x unabhängig. Mit strikt konvexem L aus C1 RD. Gut, also das ist das Setup. Und die Hopf-Lachs-Formel schaut jetzt so aus. Also wir suchen Minimierer fließt ja doch mal was durch. Ich dachte, das ist schon so verkalkt, dass man das nicht mehr erleben wird. Minimierer von dem Funktional. Da ja auch. Also entweder habe ich sehr viel Wasser heute verwendet oder hier hat irgendjemand irgendwo ein Gift reingeschüttet, dass da wieder was fließt. Also, wir schauen uns jetzt dieses Funktional an, wo diese Lagrange-Funktion eben jetzt nur von Gamma-Punkt abhängt. Und minimiere in AC1
von 0 bis t bezüglich einer Endbedingung. Gamma von t ist x1. Sind gerade Linien. Die sind gerade Linien, die die Punkte x1, ich schreibe es einfach hin, Gamma von t oder Gamma Stern von t verbindet jetzt den Punkt x1 mit folgendem Punkt, also das ist dann x1 minus, so, das muss ja bei t enden, also t minus klein t, x1 minus y von t1, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich erkläre es, wobei dieses y, dieses groß y bei x1, nicht bei t1. Das groß y bei x1 ist halt irgendein Punkt im RD. Das Funktional, ja, y geht über auf, jetzt müssen wir kurz schauen, t mal l x1 minus y durch t, ja, plus g von y minimiert. Sieht jetzt erstmal alles sehr komisch aus und sehr schwierig, ist es aber nicht wirklich. Also wir haben dieses Funktional. Hängt nicht von Gamma ab, sondern nur von Gamma Punkt. Wir müssen jetzt dieses Funktional minimieren. Das gibt diesen Minimierer. Und dann setzen wir das hier ein. Und die direkte Verbindungsgerade zwischen x1 und diesem Punkt ist die Lösungskurve sozusagen, ja, der Minimierer von diesem Funktional. Kann man ganz kurz aufschreiben und dann noch den kurzen Beweis und dann sind wir fertig für heute. Mit der Wertefunktion, also das ist die Formel, die man sich dann merkt sozusagen, mit der Wertefunktion gilt dann u von tx1 ist das Minimum über y aus rd von dem Funktional, was ich da gerade hingeschrieben habe. tl von x minus y durch t plus g von y. Ja, das möchte ich minimieren. Und das definiert mir dann so eine Wertefunktion. Okay. Also das ist die Hopf-Lachs-Formel. Und dann kann ich damit auch wieder fast überall Lösungen konstruieren und so weiter. Und ja, das, also diese Formel ist sozusagen die sehr knappe Schreibweise von dieses Funktional wird minimiert durch diesen Wert. Ja, und dass es halt dann auch gerade Linien sind, das sehen wir auch gleich im Beweis. Also, Beweis. Ich kann immer mein Funktional aufschreiben. F von Gamma ist Integral 0 bis t L von Gamma Punkt von t dt. Und was ich jetzt hier gleich reinmogel, ist eine 1. T geteilt durch t. Und halt hier noch dieses plus g von Gamma von 0. Das, ja. Was ich jetzt machen kann, ist Jensen. Ich habe hier vorausgesetzt, dass L ist strikt konvex. Also greift meine Jensensche Ungleichung. Ich kann das L aus dem Integral sozusagen rausziehen. Dann habe ich T
L-Integral 0 bis t, Gamma-Punkt von t dt durch Groß T plus g von Gamma von 0. So. Und das hier ist nicht schwer auszurechnen. Deswegen habe ich Jensen angewendet, weil Gamma-Punkt integriert ist Gamma. Gamma beim Endpunkt ausgewertet ist dann Gamma von Groß T, das ist ja gerade x1, minus Gamma von 0 dividiert durch T. Plus g von Gamma von 0. Ja. Und jetzt kommt so ein Kniff, den ich schon mal, verwendet habe. Diese Jensensche Ungleichung ist nämlich manchmal eine Jensensche Gleichung. Wenn dieses L nämlich strikt konvex ist, ist es dann eine Jensensche Gleichung. Also Gleichheit in Jensen wird dann erreicht, wenn hier jetzt dieses Gamma-Punkt konstant ist. So, Abiturargument, wenn Gamma-Punkt konstant ist, dann ist Gamma gerade Linie. Und die bastelt man sich dann halt so zusammen, dass sie die Punkte x1 mit y von x1 verbindet. Ja, also dann ist das Ganze hier sehr konkret. So, gibt es dazu noch irgendwas, was ich sagen will? Nicht wirklich. Damit ist das Kapitel zu den Hamilton-Jacobi-Gleichungen abgeschlossen. Das Teilkapitel. Also jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5 Seiten, die wir dann die nächsten beiden Male noch schaffen. Und dann ist das Ganze also auch vorbei. Und das mit der mündlichen Prüfung, das überlege ich mir nochmal. Schauen wir mal. Naja, machen wir jetzt mal nicht zu viel Stress hier. Wir sehen uns nächste Woche.